Ja, willkommen zurück, Landwirtschaftssimulator, Let's Play Together. Das Mal sind wir nur zu dritten am Start. Einerseits mit dabei ist der Schlumpf. Hallo. Und ebenfalls mit dabei, aus seiner Sicht, könnt ihr das Ganze auch anschauen, der Grischenbock. Moin. Ja, und wie ich da letztes Mal schon aufgehört habe, ich bin da immer noch am das Feld ernten und sehr wahrscheinlich sind die anderen beiden immer noch am Holzen. Ja, da der Sam nicht da ist, hat mir jetzt meinen Lastwagen geholt. So die Schnitzel abpumpen. Bin im Anflug. Steht am Feld 21 ein Traktor. Im Feld 21 ist ein Traktor? Ja, 21 oder 31. 31. Keine Ahnung, ich bin noch beim 21, bin ich unterwegs. Ich denke, wüsste, denen steht ein Traktor. Das ist ja vielleicht bei uns ein Oster-Special, wo wir alle Traktoren verstecken und wo wir sie zuvor suchen. Ah, nein, nein! Du bist zu früh. Ah. Ich weiß eigentlich gar nicht, wenn das Jahr Ostern ist. Früher als sonst. Schon? Okay. In dem Fall wohl schon im März. Denke wohl, ja. Hoffentlich wieder eine Woche nicht. Nein. Hoffst du das? Hm? Warum hoffst du so, sag ich? Ja, ich hoffe, dass das ja Ostern um ein Wochenende fällt. Ja. Das ist doch cool, verlängern zu wohnen. Aha. Aha, so meinst du. Nicht Ostern am Wochenende zählt. Hä? Nicht Ostern am Wochenende zählt. Jetzt denk nochmal gut darüber nach. Währenddem ich hier meine Karre praktisch im Bach parkiert habe, denk noch mal gut drüber nach. Wegen dem Ostermäntig. Wenn ist am Ostern? Mäntig. Ja, nein, wenn ist Ostern? Ja, am Sonntag. Eben, das ist also immer ein Wohnen. Ach Mann. Ich habe da gar anders zu kämpfen als... Ich denke, das reicht für einen Lastwagen zu picken. Jetzt nehme ich eins. Ja. Wenn du es verhüttert hast, kannst du es auch laden, gell? Nein, nicht da drin! Du hoher Depp! Schau jetzt, jetzt kriege ich es nicht mehr schön rein. Jawohl. Willst du noch einen? Nein, ich will keinen mehr. Siehst du, sind es genau die, die rausschauen. Ja, scheiss dreck. Nein, das geht nicht, ja. Ich selber habe die blöden Dinge. Ja, die können sie anders spazieren. Nein, nicht im Lastwagen. Du kannst auch im Lastwagen dort hinten abladen, schon gut. Bravo. Bravo? Bille. Krieg einen Baum und fressen. Macht bestimmt Spaß. Brutal. Ist das Feld da nicht allzu groß?
Und dann schnell einmal durch die Tür. Ja. So, verarsch mich nicht da. Das ist sie. Nicht im Griff, hä? Hä? Hast du es nicht so im Griff? Nein, da hat man es gerade alles verdreht. Ich frag mich nicht warum. Warum? Ja, man, ich habe gesagt, frag mich nicht warum. Nein, warum, sondern man fragt, warum? Was doppel ist. Ah, jetzt sehe ich den Traktor auch. Oh. Dann auch der rote, oder? Ja, genau. Dort hat wohl jemand etwas vorgehabt und hat sich nachher anders überlegt. Wem geben wir die Schuld? Dem, der nicht da ist, wie immer. Okay. Bin ich auch dafür. Es ist noch gut, dann können wir nie die Schuld sein. Mhm. Also praktisch. Ja, da wäre wieder mal irgendwie so ein kurzer Ruckler gewesen, sehr wahrscheinlich der Speichervorgang. Hat es jetzt eigentlich wieder verbessert beim Ruckler? Es geht. Nicht so wirklich. Ja, egal, nicht wirklich. Solange der Kran, also mehr oder weniger Piano bedienen. Ist machbar. Was ist denn das Feld? Schon geerntet? Schon. Ich will nur noch jemanden gehen, Stroh einsammeln gehen. Strom muss der holen, was braucht. Der, der da ist. Aha. Für was braucht er denn Strom? Für seine Kühe. Nicht mehr. Keine Ahnung.
Aber mit dem Drescher haben wir jetzt doch auch schon 54 Kilometer zurück. Oder habe ich? Zählt das eigentlich der Kilometerstand besitzerübergreifend? Nein. Nur das, weil ich habe jetzt so im Lastwagen, wo ich zuerst mal drin habe, auf dem Schlumpf. Ja. Und er zeigt mir an, heute 4,3 und allgemein 6,1. Also heute einfach seit dem Einlocken. Ja. Also das heisst, es ist ein Kilometerstand für jeden selber. Oder was? Nein. Also vom, total. Vom Karo selber total. Okay. Gut, ist ja auch nicht so wichtig, ist ja nur das Detail. Im Auto im Real Life zeigst du nicht, wie viele Kilometer du gefahren bist, wie viel der Rest. Nein. Aber da zeigt es mir auch nicht unbedingt an, wie viele Kilometer ich heute gemacht habe. Nein? Ja, außer ich stelle es auf der Route ein. Nein, ich habe das dort noch so weiter Motor laufen lassen. Moderner Schnickschnack. So, damit wäre das Feld geerntet, dann können wir nochmal den Karren jetzt mal stehen lassen. Jetzt wollen wir noch irgendwo hier nochmal herwählen, aber nicht in das Fahrzeug, sondern da. Und das Ganze da, kann man das schon wieder, kann das schon wieder abladen oder so? Sehe wahrscheinlich noch nicht. Wo willst du abladen? Ach, da bin ich, nein, das ist immer noch voll. Aha. Das Förderband rattert da immer noch, ist da drinnen. Steht es da drinnen. Ja, da könnte man noch ein bisschen einfüllen dann. Probieren wir mal, ob ich das fähig bin. Ach so, da sind 1000 vom Förderband drauf, darum läuft das immer weiter. Ah! Jetzt verstehe ich. Ah. Hast du gecheckt? Ja, so ungefähr. Ja. Ungefähr habe ich es verstanden. Das heißt, da steht, jawohl, ich habe es glaube ganz verstanden, nicht nur teils. Also der König kommt rückwärts fahren zum Zug. Rückwärts fahren das einzige Problem, für die wäre das Fahren das Problem. Ich bin in eine Betonwand reingefahren. Jetzt haben wir es gut. Viel sieht rückwärts fahren, Alter. Viel sieht rückwärts fahren einigermaßen professionell aus. Ja, das heisst, sie haben so die BG einigermaßen anständig gefüllt. Meint, das ist Full House mit 50.000. Und beim anderen haben wir 17.000 drin. Das heisst, sie könnten auch noch ein bisschen holen gehen bei unserem Hof. Allerdings wohl nicht mehr in der Erfolg da. Die neigt sich jetzt aber bereits am Ende entgegen. Ja, ich würde sagen, dann bleibe ich doch gerade noch da bei BG stehen. Und mache dann in der nächsten Folge gerade von da aus weiter. Steht dem eigentlich ja nichts im Weg, oder? Nein. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, was wir natürlich davon ausgehen, in unserer gnadenlosen Selbstüberschätzung,
Lasst doch einen Daumen gegen oben da. Hoffe, ihr schaut auch morgen wieder rein, wenn es dann weitergeht. Ich denke, morgen werden wir auch nur das dritte sein, weil ich denke, die morgige Folge werden wir jetzt gerade noch im Anschluss aufnehmen. Ja, und bis dahin. Tschüss miteinander. Und tschüss. Ciao, ciao.